Hallo liebe UV-Freunde, ich bin hier in Fisbeck in der Turn- und Sporthalle und ich habe mich einfach mal zum Training der Judo-Tiger hier begeben und bei mir ist Tobias Paska, Abteilungsleiter der Judo-Tiger. Ja, hallo. Moin. Ja, was macht Judo überhaupt aus? Judo ist eine Lebensphilosophie. Wir machen das, weil wir Spaß dran haben, weil wir anderen das beibringen wollen und auch selber aktiv Sport machen wollen. Und ich sag mal, Judo ist nicht die Sportart, die jeder macht, sondern die auch ein bisschen außergewöhnlich ist und die auch nebenbei auch mehr bringt als nur Sport. Wir machen auch vieles anderes nebenbei. Ja, und weil ich gerne mal außergewöhnliche Sachen ausprobiere, probiere ich jetzt mal Judo aus. Spaß. Kannst du jetzt einmal ausprobieren, glaube ich. Dafür. Genau. Da fassen, das ist gut. Ja. So, jetzt musst du hier mal einen Schritt. Ja, genau. Dann gehst du zum Boden. Du gehst jetzt in den Rocken. So, und dann ziehst du ihn nach vorne drauf und sogar. Ja, ihr seht schon, ich habe hier einen weißen Gürtel um. Das klassifiziert mich als Anfänger. Der Tobias hat einen schwarzen, das heißt, er ist Judo-Meister. Wie lange dauert es eigentlich, bis man so einen schwarzen Gürtel wirklich erreicht hat? Also das ist unterschiedlich. Also normal braucht man so 10 bis 12 Jahre, bis man den schwarzen Gürtel hat. Bei manchen dauert es ein bisschen länger, bei manchen geht es ein bisschen schneller. Aber bei mir war es jetzt, ich habe 9 Jahre den Braungurt getragen, der kommt vor schwarz. Und das hat das bei mir ein bisschen länger gedauert. Aber ich habe 16 Jahre Judo gemacht und dann habe ich gedacht, jetzt wird es auch langsam Zeit für den Schwarzgurt. So, genau. Rehbewegung. Runter. Raufziehen, hoch. Ja, stehen wir.